Ein schräger Vogel ist er ja, hat manchmal auch ne Meise. Und wenn er seine Felle löst, dann werden wir ganz leise. Da kommt der Kommissar, nen Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet. Nochmal! Da kommt der Kommissar, nen Vogel hat er zu Recht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet. Dr. Clever? Endlich. Pause! Was haben Sie denn eigentlich dabei heute? Oh ja, ich seh's. Popcorn. Ja. Ja, auch lecker, aber ja, Sie haben recht. Mit vollem Mund spricht man nicht. Was man aber machen muss, ist sowas Leckeres dabei haben wie ich. Hier drin ist Musik. Ja, keine richtige Musik. Es ist fast so gut wie Musik. Es ist ein Brot mit Bananen. Nichts Geringeres als Bananen. Herr Dr. Clever, schauen Sie sich das mal an. Ja, nicht die Dose. Das Schloss an der Dose. Ja, und das war ich auch noch selbst. Ja, bei den Kollegen weiß man ja nie. Aber das ist ein Zahlenschloss und ich weiß den Zahlencode nicht mehr. Das erinnert mich an was. Wir hatten doch auch mal einen Fall. Auf dem Meeresboden, genau. Genau. Da gab es auch eine Kiste mit einem Schloss dran. Ja, aber kein... Doch. Einem Schloss mit einem Zahlencode. Ha! Und zwei wunderschönen Musikerinnen. Die haben da schon ziemlich lange gewohnt. Eigentlich waren das zwei Cellistinnen vom WDR-Sinfonieorchester, Juliana und Christine. Deswegen konnten die auch so gut Cello spielen, da unten auf dem Meeresboden. Ja, Cello spielen, das konnten die beiden. Und wie? Aber wie man eine Schatztruhe öffnet, davon hatten die beiden überhaupt keine Ahnung. Ja, gut, dass wir beiden da waren. Mhm, richtig, Herr Kollege. Und Kommissar Krechts und Dr. Clever, Recherchen und Archiv, wir lösen jeden Fall. Bis jetzt zumindest. Was habt ihr denn schon alles so probiert? Wir haben alle Wesen, die uns besuchen, die vorbeikommen, gefragt, ob sie uns helfen können. Aber es hat uns keiner helfen können, bis auf die Schildkröte. Die hat uns noch dieses mysteriöse Buch hinterlassen. Und wir können damit nichts anfangen. Vielleicht können Sie uns dabei helfen. Eine mysteriöse Kiste und dann noch so ein Buch dazu? Ja, sollen wir da mal reingucken? Ja. Ja. Von der Schildkröte habt ihr das bekommen? Ja. Ach Quatsch. Habt ihr vielleicht zum Nachdenken noch mal so ein Schildkrötenlied? Ja, das haben wir. Das ein Schildkrötenlied? Ja. Wie heißt es? Schildkrötenboogie. Ja, das ist mal ein Schildkrötenlied. Und wir beide schauen jetzt mal in das Buch. Vielen Dank. So. Thank you.
So. 4711? Nein, passt nicht. 0815? Passt. 1, 2, 3. 007? Auch nicht. Mist. Was war das für ein Geräusch? Ich? Cellistin im Bauch? Nee. Das ist mein Bauch gewesen. Ich hab so einen Hunger. Ja, ich hab doch seit Minuten nichts gegessen. Was macht man jetzt? Wir bräuchten auch so ein mysteriöses Buch, was uns den Zahlencode verrät. Ich hab's. Irgendwo hab ich die Kiste von diesem Fall. Wie? Ja, gute Idee. Hier unten. Hier ist sie. Oh. So. So. Achtung. Irgendwo hier muss doch das Buch sein. Das haben wir doch archiviert. Als Beweisstück A. Da. Ich hab's. Nee, das nicht. Hier auch nicht. Da ist es. Ha! Das Buch von unserem Fall. Kommissar Krechts auf dem Meeresgrund. Haha! Und da muss die Lösung drin stehen. So. Ich erinnere mich, man musste bestimmte Gegenstände zählen. Zum Beispiel hier. Schnecken. Und die Anzahl der Schnecken war wichtig, um den Fall zu lösen. Und hier eine Schnecke. Wie? Zwei Schnecken. Sie haben wohl was an den Augen. Eine Schnecke. Und die müssen wir eingeben, um den Fall zu lösen. Den Zahlencode zu entschlüsseln. Also zwei Schnecken. Ich glaube, sie haben einen Vogel. Wir zählen jetzt mal die Schnecken. Boden. Wo? Ich komm gucken. Achtung, nicht ausrutschen. Die sind sehr glitschig. Oh, guck mal hier. Das ist ja ein richtiger Schleimer hier. Guck mal. Da. Ich hab noch eine Schnecke. Ja, ich guck mal. Kannst du mal aufstehen? Ja. Ja. Wo ist denn die? Hier, bei mir. Ah, bei dir. Soll ich die wegnehmen? Die ist bestimmt eklig. Hier. Nee, die ist nicht eklig. Guck hier. Das ist eine Schnecke. Das ist ein Cello. Nee, aber guck doch mal hier. Das ist doch geformt wie eine Schnecke. Oh ja, Kinder, das stimmt. Ja. Das sieht echt aus wie ein Schneckenhaus. Mhm. Dann also gebe ich mal eine 2 ein. Diese Schnecke und deine Schnecke. Kannst du machen. Und das hier oben heißt bei dir auch Schnecke? Das heißt auch Schnecke. Moment. Weil das nur so aussieht. Schnecke. Alles klar. Dann gebe ich mal eine 3 ein, ja? Okay. Ich gebe mal eine 3 ein. So, hochtechnisch hier. Achtung. Halt, stopp! Leuchtet grün. Yeah. Achtung, ich drehe jetzt mal. Jetzt. Eingerastet. Ich könnte ausrasten, ist das nicht toll? Toll. Nur hier läuft's nicht so toll. Tja, den Zahlencode haben wir immer noch nicht gelöst. Und was war das? Haben Sie das auch gehört? Und vor allem, was ist das hier? Was ist das? Eine Schnecke, warum sagen Sie denn nichts? Da habe ich eine Schnecke auf der Stirn. Und wenn sie was sagen, kann man es nicht verstehen. Was quaken sie denn da? Was erzählen sie denn da für einen Quark? Was? Das waren sie nicht. Nein. Wer ist das? Ein Frosch? Da verrückt. Nee. Oh. Was das ist, das weiß ich. Das ist unser Lied. Und immer wenn unser Lied gespielt wird, müssen wir kommen oder gehen. Koste es, was es wolle. Auch wenn es gerade sehr unpassend ist. Los geht's. Und los. Fortsetzung folgt. Da kommt der Kommissar mit Vogelhaken zurecht. Er ist ein cooler Typ, sein Name lautet